Danke, Herr Vorsitzender, Herr Bürgermeister, werte Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Galerie und vor den Bildschirmen. Die SPÖ beruft sich ja immer wieder gerne auf Umfragen, wonach Wien die lebenswerteste Stadt der Welt sei. Zwei Punkte dazu. Erstens, ja, die Stadt Wien ist schön und ja, es gibt tatsächlich sehr lebenswerte Flecken in Wien. Die sind aber leider für einen Normalbürger unleistbar. Und dort, wo man sich's gerade noch so leisten kann, dort will man oft gar nicht wohnen, zumindest nicht freiwillig. Zweitens, all ihre Errungenschaften in Wien sind einer Politik aus einer langen Vergangenheit gedankt. Das ist lange vor ihnen passiert und alle Errungenschaften, die sie heute haben und die sie heute machen, ist leider aufgebaut auf Schulden und nochmals Schulden. Das ist Ihnen jetzt vielleicht egal, Herr Bürgermeister, denn wenn diese Schulden schlagend werden, dann sind Sie schon lange nicht mehr in der Politik. Damit verkaufen Sie aber die Zukunft der Jungen. Nur, die Aufnahme von Schulden reicht Ihnen nicht. Sie kassieren auch noch die Autofahrer in Wien ab. Sie quälen die Autofahrer mit horrenden Parkgebühren und mit Parkpickerl in ganz Wien. Sie sind unwillig, vielleicht auch unfähig, ich weiß es nicht, Verkehrslösungen zu finden. Deshalb wälzen Sie die Problematik ganz einfach auf Niederösterreich ab. Und ich kann das sagen, weil ich bin einer dieser Niederösterreicher. Und die Leidtragenden sind die Pendler, die nach Wien in die Arbeit kommen müssen und auf das Auto angewiesen sind. Mikl-Leitner in Niederösterreich macht auch nichts, ihr sind die Pendler auch egal und Ihnen, Herr Ludwig, sind diese Menschen offensichtlich auch egal. Für Sie zählt nur, welchen Kebabstand kann der Herr Ludwig als nächsten besuchen und eröffnen. Da titelt dann sogar eine Tageszeitung: Wiener Bürgermeister macht in Favoriten Kebab-Marathon. Ich habe noch nie von Ihnen gelesen, dass Sie einen Würstelstand-Marathon gemacht hätten. Das nenne ich Wählerstimmenmaximierung um jeden Preis. Das kennt man normalerweise nur von der ÖVP. Die verkaufen die eigene Bevölkerung auch für ein Butterbrot. Die SPÖ in Wien verkauft die eigene Bevölkerung für einen Döner. Aber zumindest zeigt das auf, wofür Sie und die SPÖ in Wien stehen. Da übrigt sich dann jedes weitere Kommentar. Und auf der anderen Seite gibt es in Wien die EMA 35, wo unzählige rechtschaffene Menschen auf Antworten und Bewilligungen warten. Und was ist dort? Da wird dann nicht einmal vom Telefon abgehoben. Das ist eine durch und durch heuchlerische Politik, meine Damen und Herren. Und liebe SPÖ, gleich vorweg, weil ich es schon wieder gehört habe, hören Sie auf mit Ihrem ewigen Herumgesudere wegen dem Wien-Bashing. Das ist kein Wien-Bashing. Ich kritisiere hier nicht die Stadt Wien, ich kritisiere nicht das Bundesland Wien und schon gar nicht kritisiere ich die Wiener. Was ich hier kritisiere, das ist eine unverantwortliche und katastrophale Politik der SPÖ in Wien. Das kritisiere ich. Und liebe SPÖ, zu Ihrem Selbstverständnis. Merken Sie sich eines, die SPÖ ist nicht Wien, genauso wenig wie die ÖVP Niederösterreich ist, auch wenn auch in Niederösterreich die Mikl-Leitner sie oft so benimmt, als würde ihr Niederösterreich gehören. Und jetzt zur SPÖ-Corona-Politik in Wien. Der Stadtrat Hacker war am Beginn der Pandemie sehr vernünftig. Im Oktober 2020 hat er sich gegen den damaligen Innenminister Karl Nehammer gestellt und angekündigt, nicht mehr an den Sitzungen des Innenministeriums teilzunehmen. Hacker bezeichnete das von Nehammer geführte Ressort als Propagandaministerium, welches mit Falschmeldungen und falschen Statistiken operiere. Hört, hört. So weit, so gut. Dann, Herr Ludwig, zitieren Sie Herrn Hacker zu sich, zur Kopfwäsche wahrscheinlich, und von einem Tag auf den anderen war Herr Hacker geläutert und zu einem Jünger Coronas mutiert. Mich würde ja wirklich brennend interessieren, was da Thema Ihres Gespräches war, was da passiert ist, dass der Hacker von einem Tag auf den anderen eine 180-Grad-Kehrtwendung gemacht hat.
Da können einem dann schon auch krude Gedanken kommen. Ich persönlich stelle mir die Geschichte so vor, da kommt jemand mit einem Koffer voller Tests in ihr Büro und sagt ihnen, ich habe eine super Idee, wie wir alle in der Krise viel, viel Geld verdienen können. Ich führe sie zum Horizont, quasi Lead Horizon, und wir testen und testen und testen uns alle reich. Und so begab es sich, dass die Stadt Wien zig Millionen Euros für sinnlose Tests ausgab, die zwar niemandem halfen, aber einige wenige sehr, sehr reich machten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann verdienen sie noch heute. Und das mag jetzt eine Geschichte von mir gewesen sein, aber genau das bestätigt auch Ihr Abschluss, Ihr Rechnungsabschluss 2021 von Wien. Eine neue Verschuldung von 1,3 Milliarden Euro, davon 800 Millionen Euro für Covid-Maßnahmen. Die Genossen in Wien haben gewütet wie im Kommunismus. Ludwig und Hacker haben die bereits überzogenen Maßnahmen, die völlig überzogenen und evidenzlosen Maßnahmen vom Bund noch übertrumpft. Ich sage nur, Ost-Lockdown zu Ostern 2021, wieder mit einer Verbündeten aus Niederösterreich, wo sie quasi Hand in Hand mit Mikl Eitner unsere Landsleute drangsaliert und weggesperrt haben. In Niederösterreich hat dann zusätzlich die Frau Landeshauptfrau sogar noch ein de facto Berufsverbot für Ungeimpfte eingeführt. Und wofür, meine Damen und Herren? Für nichts. Schauen Sie sich andere Länder an, die all diese Corona-Wahnsinnsmaßnahmen nicht hatten, genau die gleichen Kurven im Pandemieverlauf, nur ohne die ganzen Kollateralschäden. Und während die meisten anderen Länder in der Zwischenzeit zur Normalität zurückkehren, drehen Sie, Herr Ludwig, Sie haben heute schon davon gesagt, von an Schrauben drehen, schrauben Sie an der Eskalationsschraube und verunsichern schon wieder die Menschen und jagen ihnen Angst ein. Und gleichzeitig gibt es von Ihnen keinen Cent mehr im Medizin- und Pflegebereich, auch keinen Cent mehr für Lehrer und Kindergartenpädagogen. Und da rede ich jetzt noch nicht einmal vom ganz aktuellen Missbrauchsvorwurf im Kindergarten. Sie wissen, auch da haben Sie mehr als genug Butter auf dem Kopf. Und während Sie vor Kebabständen um Stimmen buhlen müssen, immer weniger Lehrer in den Schulen mit Schülern zurechtkommen, die nicht nur keine ausreichenden Deutschkenntnisse haben, sondern die eklatante Bildungsmängel aufweisen und auf der anderen Seite mit Kindern, die aufgrund ihrer verfehlten Corona-Politik psychisch erkrankt sind. Stichwort Triage in der Kinderpsychiatrie. Und ich sage Ihnen noch etwas, Herr Ludwig, Sie reden sich dann immer raus, wenn etwas schlecht läuft, dann ist es der Bund, in diesem Fall die schwarz-grüne Regierung. Ja, stimmt, die machen wirklich viel Blödsinn, aber die SPÖ war immer dabei, auch im Bund, weil im Bund, da waren die Genossen Komplizen. Und die Teuerung hat lange vor dem Angriff der Russen auf die Ukraine begonnen. Schuld daran sind jene Corona-Maßnahmen, die von ihrer SPÖ im Bund mitgetragen wurden. Jetzt, wenn es um Russlandsaktionen geht, sind Sie auch dabei, wo wir immer gesagt haben, das wird nicht Putin, sondern uns schaden. Und genau das bewahrheitet sich jetzt gerade. Auch hier hat die FPÖ wieder einmal Recht behalten. Und jetzt tun Sie verwundert, dass alles teurer geworden ist. Die SPÖ in Wien erhöht die Mieten und regt sich auf, dass das Wohnen teurer wird. Nur in der Löbelstraße, dort wo die SPÖ-Zentrale ist, da haben Sie die Miete gesenkt. Das finde ich sehr sozial von Ihnen. Herr Ludwig, ich hoffe, der Sarkasmus in meiner Stimme war deutlich hörbar. Und die SPÖ. Die SPÖ in Wien hätte auch das Inflationsanpassungsgesetz aussetzen können. Ist nicht passiert und jetzt beschweren Sie sich darüber, dass alles teurer wird. Die SPÖ in Wien lässt zu, so wie auch im Burgenland oder auch in Kärnten, dort wo die SPÖ immerhin den Landeshauptmann stellt, dass die Landesenergieversorger mit den Preisen stark nach oben gehen. Ich erinnere da wieder an die Wien Energie, wo der Preis für die Fernwärme sich verdoppelt hat. Und dann stellt sich die SPÖ hin und schreit, alles wird teurer. Und jetzt, meine Damen und Herren, fordert der Herr Ludwig einen Preisgipfel. Was genau wollen Sie dort besprechen? Die Sachen, die Sie in Wien schon lange hätten umsetzen können, das wollen Sie dann dort besprechen? Das ist irgendwie nicht ganz verständlich. Und genau dasselbe Spiel, wie Sie das in Wien spielen, spielt übrigens auch
die Landeshauptfrau Mikl-Jeitner in Niederösterreich. Manchmal glaube ich ja fast mit so vielen Ähnlichkeiten, sie sind ein bisschen verwandt. Auf einmal kritisiert auch die Mikl-Jeitner die Regierung, dass im Kampf gegen die Teuerung nichts passiert. Unfassbar, unfassbar deshalb, weil genau diese Mikl-Jeitner lehnt seit Oktober vorigen Jahres alle FPÖ-Anträge zur Entlastung der Bevölkerung ab und schwänzt dann noch dazu jede Sitzung zum Thema Teuerung. Wie falsch, meine Damen und Herren, muss man eigentlich sein, um so eine Politik zu machen? Sie sehen, Herr Ludwig, Sie beide passen wirklich gut zusammen, denn sowohl Mikl-Jeitner als auch Sie sind beide unglaubwürdig. Andreas Atto-Spannring von der FPÖ Niederösterreich kritisiert die Verkehrspolitik der Stadt Wien. Man würde die AutofahrerInnen und Autofahrer mit hohen Parkgebühren quälen und die Verkehrsprobleme nicht ablösen, sondern sie auf Niederösterreich abwälzen, so Spannring.